Okay, hier sind Tick. Trick. Oh, und Track. Oh, das ist nicht Vampire. Ja, ist richtig. Das ist sweet. Ja, willkommen beim. Einer weiteren Ausgabe für Warten vor Zendikar. Diesmal mit Legacy Cube, also so dem knapp drunter, oder? Wie meinst du das jetzt vom Spaß her? Na, vom Excitement her, ja. Achso. Ich weiß gar nicht, ob ich so excited, also vor allem Real Life excited, offensichtlich wegen den Expeditions, aber jetzt Draft-Umgebungstechnik. Wir können ja mal fragen, wie es so ist, eine Expedition aufzumachen. Johannes, hast du da Erfahrung? Ja, macht viel Spaß. Lucky you, was hast du denn aufgemacht? Das Sacred Foundry. Sweet. Ja, glitzert echt schön. So, gucken wir rein. Cubish, so viele Karten. Ja, wir müssen auch gar nicht weit gucken, wir halten direkt bei der ersten Karte an. Der Rotting Rift? Der Rotting Rift, ja. Was macht die denn? Die hat ihre Anwendung, also. Ja, die ist fürs Reanimator gar nicht so schlecht. Ja, oder? Also wir haben, ja, wie Johannes sagt, der schönste Löwe im Universum. Aber wollen wir gleich hier mit Kreaturenstrategien anfangen? Das ist leider Legacy Cube, da muss man irgendwie. Ich weiß, aber so eine Elspeth oder so ein Compulsive Research. Also die Elspeth ist nicht gut. Ja. Oh, na, die ist okay. In einem Kreaturen-Cube ist die gut. Also wenn, dann würde man, genau, Research, Hallowed Fountain ist natürlich auch nicht schlecht, aber... Ja, das kennt ihr ja schon, ne? Das ist nicht verkehrt, Duels aufzunehmen. Aber Primas ist schon relativ weit oben an der wenig ersetzbaren Skala. Na, das stimmt nicht. Generische 3-Drops, die strikte Mana-Anforderungen haben. Generisch? Generisch? Ich wollte halt auch auf seine Color-Identity hinweisen. Ja, das der kostet halt doch mindestens 5 Mana. Nee, stimmt. In neumannischen Kategorien sind das 5 Mana. Okay, ich wäre für Elspeth. Ich bin auch für Elspeth. Was möchtest du? Ich wäre für Primas. Also die Elspeth finde ich echt nicht gut. Das ist nett von dir, Elspeth, die du hast, aber leider auch nicht so. So, guck mal hier. Wow, da kommt doch eine sehr schöne Karte für die Elspeth. Oh, das ist schön, oder? Das gefällt sogar Johannes. Ja, da würde ich nicht. Die haben hier auch mit Kreaturen. Das ist doch immer was. Punkt. Und ein blau-weißes Kreaturendeck, das ist auch noch was Neues, oder? Hat man auch noch nicht so gesehen, ja. Guck mal, da kriegen wir doch jeden in dieser Gruppe befriedigt. Ich bin richtig zufrieden. Ich glaube, Opposition ist noch mein Lieblings... Also meine blaue... Also was blaue Enchantments angeht, das ist schon ziemlich speziell. Ich bin mir nicht so wirklich vermitteln. Was blaue Firmana-Enchantments. Nee, was ich sagen wollte, nicht Kardraw, nicht Kreatur, nicht... Ich mag es einfach so. Ist, glaube ich, die einzige Karte, die du magst, wo Kreatur draufsteht. Ja, oh, das ist sehr schön. Ja. Und nicht Destroy. I approve of that. Ja, genau. Es hat was mit Kreatur zu tun, ohne wirklich eine Kreatur zu sein. Das Problem ist natürlich, dass dir die Karte... dass sich die Karte zwingt, auch Kreaturen zu spielen. Mhm. Und dann wird es wieder problematisch. Wenn sie halt das... Wobei, du umgehst das ja einfach, um Sachen zu spielen, die keine Kreaturen sind, aber Kreaturen. Ja, sind. Macht genau. Einfach Token. Wie, ist ja eigentlich so, Secure the West. Ja, stimmt. Das ist jetzt auch neu drin. Mhm. Dann können wir X-Token machen und alle zum Tappen benutzen. Aber sind wir alle... Wow. Guck mal, wir können dem tappen, um im Hexproof verlieren zu lassen. Da wird unsere Color Identity, die wir uns hier schon zugelegt haben, richtig belohnt mit dem Ode-Teil. Na, ja. es gibt ja auch so... Die stärkste Karte ist leider der Grave Titan, ne? Ja, stimmt. Oh, der Daddy, make it dead. Ich würde mich halt aus dem Fenster lehnen und sagen, dass Death Ote-Teil der beste 5-Drop ist in der Farbkombination. In Weiß-Blau? Mhm. Schon nicht so schlecht, glaube ich. Ja, das können wir schon machen. Aber die Frage ist, ob wir jetzt Blau-Schwarz-Opposition spielen wollen, weil der Titan ist auch gut mit Opposition. Das stimmt. Aber wir werden auf jeden Fall nicht schwarz-weiß zocken. Oder anders formuliert, der Titan gewinnt mehr Spiele als Ote-Teil. Können wir uns darauf einigen? Ja, okay, vor allem gewinnt er sich schneller. Emrakul cool, gewinnt auch mehr Spiele als Sunwolf. Oh, nee. Das will ich nicht. Spielen, in denen die beiden Karten gecastet werden? Das zählt nicht, ne? Das ist nicht fair. Ich dachte, du wolltest Decks mit dem. Also nehmen wir jetzt den... Ich bin für Ojitai. Okay. Oh. Man hat sowieso schon viel zu wenig Chancen, Ojitai zu spielen, oder? Naja, gut. Titan haben die Leute schon mal gesehen. Jetzt machen wir was anderes. Na, und jetzt nehmen wir den Planeswalker, oder? Das ist nicht gut genug. Was ist denn mit... Cool. Es wäre wahrscheinlich schon zu früh, aber ich mag Kyoros Follower sehr. So Band, Midrange. Ich weiß nicht, ob das... Da können wir sogar eine andere Kreatur tappen, die man wieder für Opposition benutzen kann. Oder aber Dragon Ball Online. Und ich meine, der Safe-Pick wäre auch ein Impuls. Ja, du willst es erstmal nicht per Default gleich dreifarbig werden. Ja, nee, das ist nicht. What? Come on. Wenn ihr irgendwelche zurückhaltenden Sachen wisst, dann könnt ihr 1000 machen. Wisst ihr? Wir nehmen hier seriös auf. Dann nehmen wir auch mal einen Kyoros Horror. Wir sind noch dafür da, um das zu machen, was die Leute eigentlich machen würden. Genau. Das sehe ich absolut ein, aber ich glaube nicht, dass Kyoros Follower in diese Kategorie passt von Lass mal crazy sein. Na klar. Also wir wären richtig wild. Das passt doch richtig rein. Wenn das Nicole Bulas wäre, wäre ich sofort on board. Weißt du, wo sich das lohnen kann, plötzlich 3 andere Farben zu haben. Aber ich glaube, an der Stelle einen Impuls zu nehmen, um spätere Wacky-Karten... Aber dann würde ich den Zora nehmen. Das ist auch okay. Da hätte ich nichts gegen. Also ich habe es versucht.
sagt hier niemand, dass sie sich nicht versuchen. Guck mal, dann hätten wir auf dem Chartless Ey. Ja, naja, komm, Chartless Aiden ist ein Cube jetzt. Jetzt nehmen wir Sun-Titan aus. Chartless Aiden ist doch perfekt. Genau das, was wir in dem Deck haben wollen. Mhm, was kaskadiert der denn so im Schnitt? Kyo hast verloren. Ja, okay. Well played. Ja, jetzt müssen wir den Sun-Titan nehmen. Das Schöne ist, wenn wir den Sun-Titan nehmen, haben wir einfach schon unser gesamtes Deck fertig und brauchen nur noch Fixing, Counter, Removal. Hm. Ja, ist doch so. Wir haben schon das drei... Das Zitat wird demnächst auf der Wizard 2 erscheinen. Das sind vier Wind-Options, die wir schon aufgesammelt haben. Ich nehme mir mal alles weg, Janik. Ja. Oder ist Chromox gut genug? Nein. Chromox ist schlecht. Der ist schlecht, aber das Deck sieht ziemlich fettig aus. Ja, so wie deine Haare. Ich habe dir heute mit gewaschen. Ja, das Deck wurde heute auch schon gewaschen. Ich habe gestern ein schönes blau-rotes Intervall-Deck gespielt. Na klar. Das hat echt Spaß gemacht. Und wir haben auch echt viele Kreaturen. Ja, sehe ich. Also ich bin ein Fan von Vial. Na klar. Ja, come on. Das war ein Weak Pick. Oh, Angela's Destiny. Meine neue Lieblingskarte. Habe ich mal Highlander mal gezockt. Macht übelst Spaß. Also Frau Merkel hat auf jeden Fall First Strike. Ja. Schön wäre der Volcanic Pick gewesen, denn dann hätten wir jetzt hier easy die Legion aufnehmen können. Oh, das kriegen wir noch hin, oder? Also Legion mit Opposition ist schon Spaß. Auf der Seite... Wir nehmen einfach das da, oder? Ja, kaufen wir uns Zeit, um dann die Fettsäcke zu legen. Ich meine, wir müssen ja noch nicht alles spielen, aber Supreme Verdict können wir schon machen. Talia ist nicht gut genug und das Sample ist eigentlich ganz cool. Aber Talia schneidet man sich oft ins eigene Fleisch. Ja, und wenn das ein Legacy... Das tut weh. Wenn das ein Kreaturen-Cube ist, dann sollten wir hier auch den Zaun einfach nehmen. Ja, also einen Zaun will man immer haben. Und wenn, dann auch den. Es gibt ja auch nichts Schlimmeres als Turn 4, Sweep, Turn 5, Ototai. Können wir jetzt Teferi leisten? Na, ich denke, das ist das Sun-Petal Grove, oder? Falls wir jetzt nochmal einen grünen... Stell dir mal vor, wir hätten... Ja, hätten wir einen Kyros Follower auch. Ja, genau, dann hätten wir Chartless Aiden. Ja. Oh. Merkst du selbst, ne? Nee, niemand merkt das. Ist TV ist auch gut. Ich meine, die können wir reinflashen. Ich möchte eigentlich keine 8 Drops haben. Also TV sehe ich ja auch nicht als Drop, als Pick. Damit können wir auch instant was tappen. Und dann können wir instant Sachen spielen. Ja. Also ich denke, das ist das Grove. Punkt. Ich sehe hier nichts, was man schaffen könnte. Ja, aber natürlich noch wenigstens ein Sideboard. Guck mal hier. Ja, da werden wir belohnt. Oder müssen wir jetzt Kira nehmen? Nein. Das ist das Fixing All. Ja. Also du musst noch mehrere solche Picks machen, damit ich dir erlaube, diesen Teferi zu zocken. Nee, damit wir darüber reden, ob jetzt. Damit wir darüber reden, ihn eventuell reinzubohren. Kira ist übrigens auch Creature Removal. Aber das sagt euch wahrscheinlich nichts. Ja, wer es verstanden hat, der sei belohnt. Kira ist auch Creature Removal. Ja. Das ist Block. Das ist Deep. Nee, ist einfach. Aber deine Trying to Hard Whistle versteht niemand. Doch. Oh. Wenn es jemand versteht, die Comment Section, ich bin bald. Großer Fan von Core Skyfisher. Er fixt den Turn 3, falls man keinen Landdrop hat. Ey, lass doch mal Tassa spielen. Ich bin auch für Tassa. Guck mal, wir haben so viele blaue Karten. Moment, lass mich mal zu Ende erzählen. Gerade die Kombination, die wir hier haben, hat sehr viele Come-to-Play-Kreaturen. Mhm, ja. Das heißt, Core Skyfisher wird sehr viele Synergien mit unserem Deck haben und ist einfach eine sehr solide Kreatur. Völlig verständlich. Nehmen wir Tassa. Okay. Ich bin ein großer Fan von Tassa, aber sie passt, glaube ich, nicht in die aber den können wir doch nehmen, oder? Ja, den zocken wir. Damit können wir das Supreme Verdict wieder auf die Hand nehmen. Naja, du musst ja irgendwie schon anfangen, Sachen zu legen. Also ein 2-2 Lifelinker mit Upside. Ist auch gut im Sideboard. Oh. Na, jetzt ist schon vorbei, ne? Okay. Wow. Woodlife war ein sehr guter... Spielen wir doch nicht, oder? Na, warte mal ab. Also das sieht nach Band. Aber dann können wir, dann machen wir das schon mal so, ne? What? Oder? Ach so, ja. Also wenn wir grün spielen, dann ist der wirklich... Ja. Ach so, da brauchen wir gute Stimmen. Jetzt, wo wir die Farbe des Fixings ändern, dann brauchen wir keine Teferi mehr spielen. Ja. What? Wir spielen... Es gab mal so einen interessanten Pool in Timespiral, wo man vierfarbig spielen konnte, um vierfarbig zu spielen, weil das Fixing in grün so gut war, dass man einfach immer alle anderen Farben spielen konnte. Wenn wir jetzt einen Tropical kriegen, können wir sogar noch überlegen. Es fällt ein bisschen schade, dass wir vorher nicht dieses grün-weiße Duel genommen haben. Du meinst dieses... Kann man nicht suchen. Ja, ich weiß, du bist immer nicht so ein Fan von diesen. Du bist nie ein Fan von diesen Dingern, aber die sind halt am Ende des Tages immer noch. Guck mal, jetzt sehen wir aber Misty Rainforest und die ganze Sache ist doch schick, oder? Klicke ist, Blitzweißer ist cool. Der kommt vielleicht sogar wieder. Ja, wo jetzt keine, kommt nie wieder. Hat keine weiße Karte dazu. Aber wir wollen den Misty Rainforest, oder? Also ich weiß nicht, ob man grün spielen muss. Noch sehe ich auch nicht den grünen Splash. Die Sache ist, Klicke wie auch Splicer sind beides vorzügliche Karten für unseren Archetype. Genau, also Splicer wäre richtig insane. Aber ich will grün spielen und grün ist fast schon frei. Wir müssen jetzt kein Wunder spielen, aber... Du hast bisher noch keinen einzigen Grund, warum du grün spielen möchtest. Noch ein paar Mana-Elfen ist auch wunderschön.
Wir haben halt eine sehr solide blau-weiße Basis mit dem Zorn, der uns die Zeit kauft für die guten Kreaturen, die wir spielen. Also ich sehe nicht, warum wir, also es ist schon schön, weil wir auch einen Hellebore Fountain haben. Also der Mist Event Force ist nicht the worst. Das Ding ist, wir werden nicht beide Kreaturen, also keine von beiden wird wheelen. Aber dann nehmen wir Blades Blizer. Natürlich, oder? Ja. Ich denke schon, das frage ich dich. Denn der ist mit der Opposition mehr als absurd. Da möchte ich nochmal auf den Core Skyfisher bringen, weil... Ja. Oh, Wood Elves hat auch ein Common to Play. Und Charles Agent hat auch eine Applikation. Interessant. Spielen wir jetzt mal aus Remorse. Oh. Das ist ja sweet. Wir sind schon durch, oder? Ich weiß gar nicht, was ich zuerst nehmen soll. Na, es ist also, doch nur eine Karte. Es ist Venza. Ja, es ist immer Venza. Ja, okay. So. Ich habe jetzt schon schlimme Sachen befürchtet, aber ja, bei Venza würde ich zustimmen. Venza ist das doch jetzt schon... Naja, bei euch ist man ja nie. Ja, das stimmt. Aber nee, Venza ist schon... Venza ist schon eine Art Guilty Pleasure, oder? Also, er ist nie wirklich gut genug, um ihn zu spielen. Genau, er ist nie aber er ist einfach... Wenn man dann dieses kleine Fenster erwischt, wo er dann gut ist, dann oder ist er absurd gut. Nicht das Fenster, sondern noch so viel. Ich meine, der enttappt ein Land und irgendwann macht er minus 8. Ja, perfekt. Besser wird's. Und er kann Ojita wieder zurücksetzen. In unserem Deck ist der perfekt. Ist er denn er so, Devotion Tassa. Ist er so wie der Restoration Angel, dass er übernommene Sachen unter deine Kontrolle zurückbringt oder bringt das? Das macht ohne? Restoration Angel nicht. Doch, wenn du eine Kreatur nimmst und Restoration Angel blinkst, kriegst du sie zurück unter deiner Kontrolle. Also nicht der Owner, sondern der Controller. Ah, die verstehst du. Ja, aber damit kannst du gegnerische Sachen, die von dir übernommen wurden, zurück. Okay, also aber es funktioniert nicht. Gut. Und hier ist doch genau das, was wir eigentlich haben wollten, oder? Die Frage ist, kriegen wir das wieder und nehmen lieber den da? Weil der ist mit Opposition schon. Ja. Na, was ist denn die stärkere Karte? Marco? Wahrscheinlich das da. Hm. Ist das so? Es ist so. Ah, der ist vor allen Dingen auch besser ohne Opposition. Ja gut, mit dem Venza Pickup ist das wahrscheinlich. Und eine von den, ich glaube, die blauen Karten sind so gut versteuert, dass wir davon vielleicht eine wiederkriegen. Ich meine, das wollen wir nicht haben. Würde mich nicht über den Shadow Dancer ärgern, der ist. Nö, das ist schön. Also das wäre natürlich perfekt, wenn wir es wieder bekommen, das wird nicht passieren. Ja, wobei die Frage ist, ob wir unser Graveyard so gut vollkriegen. Und das ist auch besser mit jeder Wahl. Ja. Du hoffst doch, dass wir das nicht spielen, ne? Not gonna happen. Alter. Und das ist auch super, wenn die dabei. Das ist super tasty alles. Und das macht ja eigentlich das, was du haben wolltest. Ja, das ist noch besser als ein Kostwerfische, das ist richtig. Ja. Auf der anderen Seite kostet er halt 3 Mana. Der Wood Elf? Nehmen doch einfach die grünen Karten. Im Moment müssen wir noch nicht grün spielen, ist schon richtig. Weil, also Findorn Elf, Wood Elf und so, das wären natürlich schon Karten, die für so ein Deck sehr, sehr angenehm wären. Ja, aber wir können ja im Moment noch nicht vertraulich auf erste Runde irgendwas Grünes. Wäre denn der Power Stone nicht eine andere Alternative? Ja, ich glaube, dazu rappen wir zu wenig. Nee, also nur weil wenn du irgendwie ein paar 5-Drops hast, musst du nicht mit dem Power Stone spielen. Paar? Wir haben 4. Naja, wir hören jetzt einfach auf, 5-Drops aufzusammeln. Ja, oh, das würde ich... Hast du gesehen, wer in der Maus sitzt? Das würde ich nicht erzählen. Counterspell. Ja, Counterspell all day long. Nope. Warum nicht? Nein, wir haben überhaupt nicht das... Wir brauchen schon mehr Kreaturen für alles. Ja, aber Counterspell finde ich. Können wir bitte nicht die Doppel-Weiß-Kreatur nehmen? Ja, mit, wir spielen einfach kein Grün. 530. Ja, selbst wenn es in so einem zweifarbigen Deck nicht Turn 2 castbar. Ja. Und ja, das, im Interval, wir brauchen Kreaturen für Opposition. Miscalculation ist der beste Eternal Counter nach Mana Drain. Ja. In einem dreifarbigen Deck. Der beste was? Eternal Counter nach Mana Drain. Was ist denn in dem dreifarbigen Deck? Ich habe jetzt so viele Ifs eingefügt, dass du jetzt nicht widersprechen kannst. Die Sache ist, er ist einfach zu flexibel, ihn nicht zu spielen. Wir spielen blau, wir spielen ein Deck, was schon eher langsam aussieht. Das heißt, wir können... Du hast hier keinen Bären mit teuren Fähigkeiten, die du nie benutzen wirst. Er hat halt einfach keine Upside, dieser Bär. Klar, er ist eine Kreatur. Ja, du wirst schon noch einen Bären finden, doch. Ich verspreche dir. Oh, nein. Das ist ein Bär. Na, da müssen wir aber den Mox da mitnehmen. Was hast du denn mit deinen schlechten Boxen immer? Der Hänger Harbinger of Tides sieht auch sehr, sehr lecker aus. Ja, da würde ich auch mal zustimmen. Mit Venza... Mox ist echt sehr, sehr stark. Aber mit Venza und Flicker... Niemand hat doch jemals diesen Mox gespielt im Legacy Cube. LSV Cube Top 8 Mox Finale. Ja, der Mox hat seine Anwendung, aber der Harbinger synergiert mit unserem Flicker, harmoniert mit unserem Sun Titan, harmoniert mit dem Venza und ist einfach eine gute Kreatur für sich. Und du wolltest gerade eine schlechtere Kreatur, die genauso restriktive Mana-Anforderungen hat, nehmen. Ja, da gab es ja auch keinen Mox-Diamond. Ja, ich glaube, dass der Harbinger... Das ist super schlecht, du brauchst all deine Länder. Du willst nicht irgendwie, oh, ich mache Turn 2 irgendwas. Okay, jetzt mache ich erstmal 8 Jahre lang nichts mehr, weil ich keine Länder mehr habe. Ja, aber es ist wichtig. Nee, das ist schlecht. Das war ein sehr, sehr guter Pick. Danke. Und jetzt nehmen wir die Devotion für Tasse. Ja. Na, den kann man wirklich zocken. Was? Klar, aber wir haben ja den Etherball, ne?
Cool, wir können es ja trotzdem. Das fände ich sehr schön. Ja, okay. Dann haben wir noch die Möglichkeit, vielleicht ein bisschen grün zu spielen, wenn wir noch ein paar Fetchen mitnehmen. Sind denn eigentlich noch irgendwelche Wettgeschichten offen? Hast du noch irgendwelche? Ich glaube Picks? Alles. Aber ich meine, als ob wir stabil genug wären, das durchzuhalten. Wir haben noch so einen 5-Drop. Weil alles andere wollen wir nicht. Der ist halt schon besser als Elf. Wenn wir wirklich grün spielen, wäre das nicht so schlecht. Genau. Aber geht grün wird nicht mehr so eine Hauptfarbe. Die Frage ist, wie sicher ist der in unserem Deck? Und der du meinst ja, wir nehmen keine 5-Drops. Ich glaube nicht, dass der es ins Deck schafft. Ja, dann nehmen wir so eine Wall. Und hoffen, dass wir... Also Gideon ist schon der beste Anti-Kreaturen-Planes, auch wenn es gibt. Ich habe so einige Calls gerade in Leitung 3. Ja, doch, würde ich auch sagen. Nennt mir einen. Nico Bolas. No. Ugin. Kahn. Ich glaube, wir haben 13-0 gewonnen. Ja. Bitte rettet mich in den Kommentaren, hilft mir. Was meinst du mit Antikreaturen? Dass er Kreaturen hasst, oder? Dass er sie handelt, ja. Ach, er handelt sie. Ziemlich elegant sogar. Also, nur ob Nixel ist, zerstört eine Kreatur. Ich glaube, das ist ziemlich straight anhandeln. Wir nehmen hier mal so einen Fertile Ground, auch wenn wir es nicht wirklich brauchen. Ja, gegen Swarm-Strategie ist halt Gideon eine bessere. Aber das können wir ja nicht mehr sehen. Aber der ist doch ganz gut, ne? Wenn wir hier grün auf, ja, ein bisschen... Dem kann man auch ohne grün spielen, im Übrigen. Ja, nicht im Commander? Ich würde die müssen mal gucken, wofür wir... Also, grün zockt man doch nicht. Hey, wir splashen uns ein paar 3-Drops rein. Richtig. Und ein Wood-Elf. Ja. Okay, da sind merkwürdige Sachen passiert. Ja, ein Dixotime zu wheelen, ist ganz schön weird. Na, vor allem, der war ja der Stratus Dancer und... Und ein drüber. Ne? Ja. Das ist weird. Ihr müsst euch mal überlegen, wie gut Dixotime ist in so einem Deck. Ja, ist richtig. Also, es wird schwer, unseren Wafer zu füllen. Das ist naja, so würde ich dir das nicht sagen. Yes, deswegen sag ich's ja. Können wir Yosei? Ja. Nein, wir brauchen nicht noch eine überteuerte Kreatur. Nein, das spielen wir auch nicht, oder? Das Elixier ist jetzt nicht das Absurdeste, falls wir gegen Mono-Rot spielen. Ja, finde ich gut. Ja, gut. Ich und unser... auch Main zocken. 5 Leben gehen. Keine Liebe für den Blood Drive. Das ist auch weird, ja. Das ist doch die Kreatur, die man so ein Ding spielen möchte. Oh, Pack könnte man fast schon spielen, ne? Ja, so fettig, wie das Deck aussieht. So, was brauchen wir? Ja, grün ist eine Option. Aber seid ihr da mit mir auf einer Linie zu sagen, dass man Squirelander, auch wenn sie nur eine Farbe teilen, spielen kann? Hm, nicht im Legacy Cube. Naja, ja. Es kommt drauf an. Ist es nicht gerade im Legacy Cube gut, weil das Power-Level der Karten nicht gut genug ist, dass man jedes Filter mitnimmt? Nicht gut genug. Das Power-Level in einem Draft ist nicht gut genug. Ja. Achso, ich dachte, du hast jetzt Legacy Cube im Vergleich zu Powered Cube. Nö. Okay. Also es kommt drauf an, wie sehr das Deck verkraften kann, nicht unbedingt einen Drop on Turn zu machen. Weißt, wenn du ein Agro-Deck spielst, sind die Tempel, glaube ich, ein bisschen schlechter. Ja, das ist klar, aber wir spielen ja kein Agro-Deck. Das können wir auch gar nicht. Wenn ein Zweier-Slot voll ist, ein bisschen besser. Garbuk. Wir nehmen ja ein Zylinder, oder? Ja, es ist wahrscheinlich... Also entweder das oder das. Boah, wie Johannes halt schon gesagt hat, wir haben bisher nicht wirklich einen Incentive, irgendwie grün zu spielen. Ne? No. Wir haben einen Kiosk-Follower und einen Schadlisten. Ja, richtig. Das ist genau das, was Johnny gesagt hat. Thanks. Die beste grüne Karte ist gerade noch Wood Elves, weil die harmoniert mit unserem Deck und gleichzeitig... Na, aber wir werden hier weder Old Man of the Sea noch... Nee, das ist richtig. Was ist denn mit Negate? Negate nicht immer? Ja, ich hasse das nicht, das wäre okay. Vielleicht finden wir auch noch einen Track-Tast. Und dann wollen wir das Fixing aufnehmen. Das ist echt cool. Das Einzige, was ich hier vielleicht nehmen würde, wäre das Member. Das ist auch richtig. Allerdings haben wir jetzt einen... Dann nimm das Member. Moment, wir haben einen Zorn, Opposition und Tower of Temptation. Müssen wir wirklich ein Dismember nehmen? Nö, ich denke auch nicht. Ich glaube, wir nehmen hier einfach das Fetchland. Haben wir den Tropical schon gesehen? Nee, wäre es denn aber total absurd, einfach die 4-3 Invasion-Kreatur zu nehmen für 4 Mana? Ja. Die kann nämlich ziemlich viele Decks auch ziemlich kalt erwischen. Okay. Können wir diesen Hero nehmen? Wow. Ja. Nicht weiter darüber sprechen. Der ist nicht so gut mit Opposition. Weil die kommen getappt ins Spiel. Ja. Also wenn du eine der beiden Karten im Spiel hast, gewinnst du eh das Spiel. Wenn aber der ist gut mit Etherball. Aber das wäre natürlich auch ein schöner Grund zu spielen. Also ein schöner Grund wäre die Range Turtle, aber... Ja. Nehmen wir mal Grund aus. Ja. Oh, finally. Aber dann sieht doch unsere Kurve dafür viel schlechter aus. Ja, das war dein Plan all day long, oder? Dass du die Kurve so baust, dass du dann dein komisches Grün reinziehst. Mein komisches Grün. Ich meine, Metamorphen dürfte... auch eine sehr gute Karte sein, aber ja, Hero ist wahrscheinlich sehr viel stärker. Ich glaube auch Pact spielen ist gar nicht so schlecht. Ja, finde ich auch. Ja, klassische Agro-Kontrollkarte. Klassisch. Oder Kombo-Karte. Ja. Oder Kontroll. Wir machen ja Kombo. Oder Agro. Ja. Aber klassische. Irgendwas. Klassisch. Zu jeden Fall jedem Archetyp klassisch. Jetzt brauchen wir noch ein paar gute 2-Drops. Ja, also wir haben auch noch nicht wirklich die guten Sachen aufgenommen, ne, die es so gibt, so wie? O-Ring-Effekte, irgendwie ein Mana-Removal in Weiß, Geist of Sanctraft. Geist of Sanctraft, ja.
Der ist okay. Der besiegt halt manchmal einfach Spieler Turn 3. Mm, ja. Kommt auch durch Sandhalten zurück. Na, gegen das Kontrolldeck ist das ein Autowin. Passt eigentlich gut. Ja, finde ich auch. Ich hätte noch gerne einen Counter auf Turn 2 hier. So ein Counterspell wäre jetzt geil. Mandarin gibt's nicht, ne? Nee, ich glaube nicht. Days? Negate? Nee. Essence geht das. Fast in der gleichen Liga. Ich meine, das ist genau das, was... Na, Moment. Wären wir total unglücklich über den Solem? Ja. Mit Venza, Flickerwisp und all den Fettis? All den Fettis. Warum bin ich eigentlich der Einzige, der hier reasonable auf unsere Kurve hinweist? Ja. Hä? Essence-Getter ist viel besser auf die Kurve hingewiesen. Okay. Also Turn 2-Counter sind, 2-Mana-Counter sind richtig wichtig. Wenn du am Anfang nichts machst, dann stirbst du einfach. Dann brauchst du auch den Geist nicht mehr legen. Solem ist halt eine Kreatur. Passt eigentlich in unser Kreaturenthema. Also Solem würde schon gut passen, aber ich habe Angst, dass wir zu spät anfangen, Sachen zu machen. Also Essence ist ja auch erst 18.50. Essence-Getter ist schon der schlechteste aller Counter. In Blau-Weiß. Genau, kam mir auf der Ancient Law. Fixing ist, finden wir... Ja, nee, ist auf jeden Fall Cloud's Gate. Okay. Harmoniert auch mit Venza. Ja, okay. Brauchen wir nicht weiter reden. Okay. Wir hätten ja auch ein sehr schönes Band mit Range. Oh ja, richtig schön hier, ne? Oh, richtig schön. Vor allem Band mit es kommt ja dann ohne direkt... Fixing. Obwohl, nehmen wir. Hätten wir ja dann gehabt. Wir hätten ja Findon-Elfen aufgesammelt, wir hätten ziemlich viele Tools aufgesammelt. Da musste aber Hauptfarbe grün sein und grün war ja nicht so offen. Das stimmt, aber... Nee, es war auch nichts, was darauf hingedeutet hat, aber jetzt... Und jetzt können wir doch... Hindsight. Jetzt können wir schon wieder Teferi spielen. Nein, come on. Und tschüss. Was hast du mit diesem Teferi? Das ist, glaube ich, so eine... Bist du irgendwie da beißt. Oh, bei der geht doch, oder? Moment. Ja. Ja, hallo? Composition, Tassa? Moment. Wir können halt auch Spheres hier. Oh ja, genau. Ganz aber... Gut. Und Hero auf Bladehold mit Lightning Greaves hat auch noch niemand besiegt. Also ich sehe hier die Sphere of the Suns schon... Oh, aber Lightning Greaves ist echt schick, oder? Und Sand halt mit Lightning Greaves. Stell dir mal Ojutai mit Lightning Greaves vor. Aber Master ist echt gut. Ja. Aber wir haben Devotion. Auch nicht so viel Devotion, ne? Na, es geht so. Die Sphere wäre, glaube ich... Kannst du auch resetten. Ich glaube, dass die Sphere um 0,5 Punkte alle anderen Picks besiegt. Oh, das finde ich, also... Das Sphere nehmen wir vor, nicht, ne? Wir nehmen Master oder nicht. Na, dann nimmst du May. Dann nimmst du Master, ja. Wirklich? Ja. Oh, Chris, das ist so ein Traum. Richtig, aber wir haben sehr starke Karten und du willst jetzt eine Karte nehmen, die auf sich allein gestellt halt nicht sehr viel macht. Da ist echt... Ja, du meintest ja vorhin, dass du gerne zwei Farben über den Haufen wirfst, wenn wir in die Corona-Sache. Das war Booster 1. Ja, das sagen sie immer alle, oh, das war viel früher. Ja, das ist natürlich der Counterspell. Windswept Teeth ist echt gutes Fixing. Ja, aber wir spielen ja den Teferi nicht, dann brauchen wir das nicht. Natürlich, wir brauchen Teferi nicht spielen und wir brauchen Pack nicht spielen. Counterspell wäre dann eine sehr schöne Karte. Also ja, hör doch mal auf. Du hast davon gesagt... Du hast doch gesagt, dass du ein Essence-Getter nehmen wolltest, weil du zu... Ja, ich will auch nicht so das nehmen. Ihr könnt ja nicht diesen Counterspell nehmen. Ja, es ist schon der drittbeste Counterspell im Mittel. Direkt nach Manfred und Miss Kalkin. Wow, Parallax Wave hat man übrigens auch noch nie besiegt. Oh, das ist aber echt teuer. Ja, aber wir haben kaum Removal. Wir haben einen Sound-Effekt, wir haben einen Sour und... Stehen wir jetzt den alten Mann vom See? Ja, nimmst ihn auf jeden Fall erstmal. Der besiegt halt die Elfendecks. Hm? Boah, kommt das bei diesem Konzept da. Der Küchentischen. Wollen wir nicht noch grün rein splashen? Nope. Können Sie ja über in die Ether-Ball reinbringen, kein Problem. Ah, hier. Und da. Boah. Wir haben noch gutes Grün hier. Guckt euch das an. Den können wir doch nehmen, oder? Ja, den kann man zocken. Funktioniert der mit Hero? Ja, ich glaube Attack, oder? Mhm. If you attacked. Ja, ja, aber die attacken ja nicht so wirklich. Doch, die sind attacking ins Spiel. Ja, aber sie didn't attack. Mach doch mal bitte den Hero groß. Nein, ja. Sie kommen attacking ins Spiel, aber sie haben nicht angegriffen. Angreifen ist der Prozess von Kreatur greift an. Deklarieren. Ja. Das Deklarieren ist das Angreifen. Ja, ich glaube ja. Ich weiß sonst. Ja, wir spielen das Land trotzdem und werden es ja dann sehen. Oder wir googeln das in der Zwischenzeit. Also, das Land fragt dich, hast du in dieser Runde mit drei Kreaturen angegriffen? Diese beiden Token, die dein Spiel kommen haben, werden sagen, ja, habe ich. Das, nein, die können auch sagen, hast du drei Kreaturen zum Angreifen deklariert? Nee, das steht da nicht. Wieso? You attacked. Ja, du hast angreifend. Attacked hast du nur mit einem. Die anderen sind nur ins Spiel gekommen, attacked. Angreifend, ja. Attacked. Nee, also ich glaube, du... They attacked the opponent. Nee, hör mal also auf. Also ich sage nicht, dass es so ist, ich sage nur, dass es durchaus so interpretiert ist. Wir gucken uns das mal an. Ja, okay. Werden wir dafür den Modo-Random-Mechanismus anwerfen und hoffen, dass es funktioniert. Aber das spielen wir auf jeden Fall, oder? Ja. So, was haben wir denn hier? Wir spielen auch den Hallowed Fountain
Und das war's, ne? Oder willst du den Temple of Plenty spielen? Ich würde ihn spielen. Wir haben echt... Naja. Ich glaube nicht, dass das falsch ist. Wie viele Kartonen haben wir? 15? Reicht mal schick. Und diese 5 und 4. Also nimmst du auf jeden Fall einen 5-Drop raus. Ja, als Bestes. Na, das ist ja eigentlich ein 2-Drop. Das stimmt. Ja. Wie ist denn mit Teferi? Guys. Nee. Komm, Teferi ist wirklich kein 5-Drop, der... Also jeder andere 5-Drop da kann das Spiel für sich. Aber wir haben Master of Waves und wir haben Tasse. Und die kriegen wir sonst niemals online. Stimmt, was tut diese Tasse da eigentlich noch? Die passt doch wirklich nur in Argo-Kontrolle. Das wären zwei sehr schöne Cuts, Tasse und Teferi. Da hätten wir Platz für den Old Man, den ich nicht horrible finde in unserem Deck. Ist es denn wirklich absurd, die beiden einfach zu spielen? Ja. Ja. Erstens, wir spielen zwei Counterspells, die wir nie aufdecken wollen mit dem Dingens und eine Etherwall. Und den Pact, also wir haben drei Counterspells, die wir nie aufdecken wollen. Na, den würden wir rausnehmen. Das Schade ist, Agent war da auch noch nie gut in Tokyo. Ja. Ich finde ihn sogar in Constructed-Formaten, außer in Legacy, in diesem Bug, Schade ist Agent-Deck, finde ich ihn auch sonst nicht. Also, dass du keine Kontrolle über diese Varianz hast, wir haben keine Ponder, wir haben keinen Ton. Also, ist es für uns wichtig zu schaffen? Ja. Wahrscheinlich nicht. Also wir können überlegen, die beiden zu spielen, aber das bringt ja auch nichts. Wir haben noch nie Informationen über unsere Top-Level. Ja, ja, ja. Okay, also, so. Und jetzt einfach... Na, jetzt die Ferie noch gerade. Nee, dann haben wir aber 18 Hände. Dann spielen wir den alten Mann. Den alten Mann oder Supreme Verdict als... Supreme Verdict, in unserem 50 Kilo. Naja, als... na, Moment, also wir haben ja hier nicht immer Kurvenstarts. Vielleicht werden wir mal überrannt von grünen Elfen oder sowas. Na. Wobei grün sehr offen oder ist. Oder von roten Elfen. Stimmt. Roten Kobold. Kreaturen. Also... Na, ich meine, gut, wir haben die Wave, ne? Die ist schon auch so eine Art ja. Safety Net. Halt Tempel. Ja. Und Wave harmoniert auch sehr schön mit dem Zorneffekt. Ja, aber eigentlich zum Fraß, was hat man, was kann denn noch raus? Noch 5 drauf? Ist denn diese Ether, weil... Ich bin Genera. Wildable? Nicht schlecht. Hm. Auf was lässt man die denn dann einfach mal 5 oder was? Lässt sie mal hochticken und lässt sie dann auf 5? Ja. Nee, auch nicht. Ja, du, es ist ja auch für die Instant-Sachen total gut. Instant aber übernehmen, wird sich meistens Instant einmal Bounce, Instant Return, Instant Kreaturen, ja, ich glaube, das ist schon Instant beide, Blicker, ja. Instant Bounce, Instant Return irgendwas. Stell dir vor, das natürlich hast du die Counterspell mit Buyback Mana. Selbstverständlich. Das sind nur 6. Na klar. Forbid war 1995. Nee. Ach nee, da gab es die noch gar nicht. Exodus oder was? Oder? Ja. 2000. Du kannst ja auch den Buybacken. Für nur 4. Easy Mana, ja. Natürlich Living the Dream. Obwohl ich das gerne mal sehen würde, in dem Pact of Negation. Ja, also das Deck ist so klobig, dass die Weil einfach uns noch extra so eine Art Pseudo-Ramp, Phantom-Ramp gibt. Ich habe halt das, ich habe die Angst oder die Befürchtung, dass sie halt, also erstmal müssen wir sie immer auf der Startung haben. Ja, ich verstehe noch nicht, wo das Problem ist. Zweitens wird sie meistens wahrscheinlich eine Aktivierung nur bringen. Auch dann sehe ich das Problem nicht. Okay, dann sind meine Argumente alle. Bin ich besiegt. Irgendwelche letzten Worte? Ja, ich würde gerne den Supreme Verdict über den Pact of Negation spielen. Alles klar, bis 100. Oh, okay. Nee, finde ich auch richtig. Stopp. Was? Sweet. Was wollt ihr? Supreme Verdict über Pact of Negation. No, wir wollen uns 5. Runde austappen, da brauchen wir ein Backup. Jedes dieser Plays gewinnt uns das gewinnt Spiel. Gewinnt dann 5 das Spiel. Ah, da müssen wir den Ferien nochmal einnehmen. Damit der Gegner nicht gegenkautern kann. Oh. Das Wort. Ja, na gut, also wir lassen es erstmal so und werden wahrscheinlich dann im Hindsight sagen, hätten wir mal den Brass gehabt. Wir lassen uns mal überraschen von Toffels Enlightenment. Also wir haben ihn schon aus viel rausgetagt, dann geben stimmt, wir ihm jetzt stimmt, das. Das müssen wir machen, ja. Sonst okay, ich würde euch anbieten, was wollt ihr machen? Wenn wir Supreme Verdict spielen, spielen wir auch Tierfrieden. Was? Klick jetzt den so mit Button. Wir verhandeln nicht mit Terroristen.